bin einfach nachhaltig. Ich wurde so erzogen und außerdem ist es für mich das beste Lebenskonzept. Und wenn ich damit andere inspirieren kann und wenn ich andere dazu bringe, dass sie auch darüber nachdenken, das ist grundlegend schon meine Motivation. Am meisten bin ich auf mein Team stolz, auf meine Mitarbeiterinnen und auf meine Mitarbeiter, weil sie so, mit so viel Freude das Ganze auch leben. Es ist ja bei uns keine von oben herunter Entscheidung, sondern es werden irgendwie alle Entscheidungen miteinander gefällt und vor allem die Themen gemeinsam entwickelt und das macht mich sehr stolz. Ich habe bei uns zu Hause den Spitznamen Abfallbeauftragte. Also ich bin einmal für alles zuständig, was das betrifft. Aber ja, wir bauen unser eigenes Gemüse und unsere Kräuter auch zu Hause an. Ich setze mich immer ein gegen Verschwendung von allem. Gegen Verschwendung von Energie, gegen Verschwendung von Lebensmitteln. Alles das versuche ich auch meinem Umfeld immer mitzugeben. Ich bin die, die immer hinten nachläuft und das Licht abschaltet und allen den Wasserhahn abdreht und allen die Kochtöpfe zumacht mit dem Deckel. Also von unseren Gästen bekommen wir die besten Bewertungen, also das meiste Lob für unser mittlerweile völliges Bio-Frühstück. Das ist etwas, wo wir auch die Achtsamkeit ein bisschen sehen und Achtsamkeit ist auch das, was wir in unserer Begegnung mit den Gästen leben. Und es sind die Mitarbeiter, es ist das Frühstück, es ist unser Konzept und es ist letztendlich auch unser Garten, der hier in Wien außergewöhnlich ist. Ich kann gar nicht heute sagen, was ich morgen umsetzen möchte, weil immer neue Ideen auf mich zukommen und ich evaluiere mir ein bisschen, ist das spannend, ist das etwas, was für mich auch Zukunft hat? Ja, nein. Und demgemäß mache ich es jetzt. Ich habe ganz viele Ideen noch. Die kann ich aber euch heute nicht erzählen. Aber so im Kleinen, aus dem Kleinen heraus, gibt es schon jeden Tag neue Herausforderungen. Die lasse ich gerne auf mich zukommen und entscheide dann, ob ich sie verwirkliche.